Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft. Mit diesen zwei Chaoten hier, Slowmo und Mystic. Guten Tag. Wir sind immer noch unterwegs. Und der Gott ist auch da. Gott? Er ist nicht sehr gesprächig. Little Bro? Ja. Hallo, da ist er. Er schaut uns wie immer zu und wird vielleicht bald selber mitspielen. Dann ist der Chaos-Trupp wieder vollständig. Und das Häuschen wurde ein bisschen weitergebaut, weil ne, Dächer bauen so ist so langweilig. Slowmo, ja? Was ist? Was ist los? Willst du was sagen? Nein. Okay, wir sollten schlafen gehen. Ach, nicht schon. Warte, da kommt gerade eine neue Aufnahme und dann heißt es schlafen gehen schon wieder. Ja, ich kann es nicht ändern. Das macht Mystic da. Ah. Und Zaun. Sieh an. Ey, jetzt mach ich nicht nur weiter, das will ich nicht beobachten. Oh, ich find's herrlich. Schön, ne? Also ich schlaf. Wenn der Mond aufgeht. Ihr standet ineinander. Ach so, Mystic, okay. Für was eine Treppe nutzen, ne? Naja, ist ein Loch da, oder? Ja, ja. Ah, ja, und hier kommt unser Keller hin. Da ist aber auch noch ordentlich was zu tun. Oh. Ich liebe es, Keller zu bauen. Genauso wie Dächer. Seid ihr da? Sie gibt es zu. Sie ist ein Kellerkind. Ja, absolut. Ist sie, auf jeden Fall. Ja, ganz unbedingt. Jetzt muss ich mich direkt mal sortieren, was habe ich hier alles. Wir müssen auf jeden Fall Bäume fällen und so Zeug. Pillager sind Bäume fällen? Da. Ja. Und ihr könnt euch was überlegen, wie wir oben das Dach zumachen, ne? Wollt ihr damit Stein? Glas? Ihr wollt eine richtige Glasfront, alles klar. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich noch Sand. Ich glaube, die werden uns nicht reichen, die 17 Glas für unten und oben Fenster. Das macht mich sehr traurig. Na, warum bist du denn traurig? Wir werden ewig brauchen. Aber für das ist ja, Minecraft ist einfach. Wo gibt's denn Sand? Am Strand, schon klar, aber wo ist hier ein Strand? Ich glaube, wir könnten sogar Glück haben. Ist da kein Sand dazwischen, wo du geangelt hast das letzte Mal so schön? Nee. Könnte, okay. Na gut. Nee. Nee, dann müssen wir mal irgendwo ein bisschen laufen und gucken. Oh nein, laufen. ja. Und immer laufen. Ja. Und wir können das Glas theoretisch auch jederzeit einfärben, ne? Also wir brauchen kein durchsichtiges Glas. Wir können es in allen Farben. Schön. Sabi wäre stolz auf dich. Ich habe das ja extra nur für sie gemacht. Oh, das hört sie mit Sicherheit und ist mega stolz. Und glücklich und zufrieden und alles. Ich hoffe, dass die Baumkrone rumschwebt, ist okay. Ja, weil das despawnt jetzt dann langsam. Und dann kommen die Setzlinge raus. Genau, siehst du? Genau. Die fallen da so mit der Zeit. Man kann theoretisch aus jeder Blume, die ihr so seht, kann man Farbe herstellen.
Wir können auch die Betten einfärben, man kann jeden Teppich einfärben. Also. Genau. Warum? Was? Weil ich so schnell am Aushungern bin hier. Weiß nicht warum. Das Brot ist nicht sehr nahrhaft. Nein, ich wollte das fehlen nur mal die Proteine gesagt haben. Es fehlen die Proteine. Die tierischen Fette fehlen. Natürlich. Okay. Berg. Ist doch schön, was wir hier alles haben. Hier haben wir eine Höhle. Ach. Bin ganz zufrieden mit dem Spot hier. Ja, genau, das ist perfekt. Er hat den Sand eh gleich gefunden. Da kann ich ja wieder zurückgehen. Er hat dich schon wieder beobachtet? Nee. Ich hab dich nur begleitet. Bin schon weg. Alles gut. Und wenn ich jetzt Privatsphäre hätte haben wollen? Ja. Die wirst du nicht haben. Privatsphäre? Ernsthaft? Ja. Privatsphäre, was ist das? Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich dazu sagen soll. Dass wir keine haben? Ja, ich könnte das so sagen, aber das hört sich gleich so schlimm an. Weil es das ist. Wir dürfen kein Fleisch essen, wir haben keine Privatsphäre. Aber ihr habt das ja... Irgendwas? Ja, ihr habt ja mich, ne? Ach, dich dürfen wir essen. Nein! Das habe ich nicht gesagt. Hast du doch gerade gesagt. Nein. Ja. Also, allgemein. So. Schon. Mann. Was ist hier überhaupt mit den Bäumen los? Mit dem ganzen Blätterwerk? Klar, dass das nicht despawnt, ne? So. Weg da mit dir. Ich hol mal Sand. Ja, das ist schön. Und wie ich Mystik kenne, wird der Fell. Ja, brav. Wo ist der Sand? Brav. Fehlt eigentlich nur noch, dass wir irgendwie Leckerli bekommen. Das ist wahrscheinlich das Brot. Das ist aber fein gemacht. Ja, fein. Ihr seht das einfach aus der falschen Perspektive. Was? Ihr müsst viel freudiger an die Sache rangehen. Also ich weiß nicht, was Gott dazu sagen würde. Er sagt... Gott ist sprachlos. Er weiß auch nicht, was er dazu sagen soll. Lil Bro, was sagst du zu der Sache? Die machen das doch ganz gut, oder? Sag doch selber. God has left the building. Ah ja. Also ich bin auch der Meinung, sie brauchten besseres Essen. Nicht nur Brot. Siehst du, Gott hat gesprochen. Aber es liegt ja nicht an dem Essen hier. Das könnt ihr mir ja gar nicht erzählen. Ja, doch schon. Ja, natürlich. Die brauchen ausgewogene Ernährung. Ah, Gott, YouTube. Ich weiß nicht, was ich sagen YouTube soll. Gehört Fleisch. Ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Sag doch einfach, ja, lieber Slomo, ja, lieber Mystik, holt euch eine Kuh oder ein Schwein.
Wenn es das ist, was euch glücklich macht, dann um Himmels Willen tut es. Aber bitte, wenn ich nicht in der Nähe bin und die nicht schreien höre. Wenig Widerstand. Ja. Die ist gerade im Keller, also macht. Ich weiß nicht, aus was... Will ich das aus gebrannten Stein hier? Dann wäre das alles so... Nee, aber dann wäre das alles zu steinig. Ich mache das aus Holz, oder? Was denn? Den Boden im Keller. Oh, da ist keine Platz mehr. Ja. Also nur Stein ist ja auch. Gott, wie viel Sand habe ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, über 130. Ui, sollte reichen. Könnte vorerst mal reichen. So, wo war noch mal zu Hause? Einfach umdrehen und laufen, sozusagen. Ist nicht weit weg. Ah, da ist es ja. Na, siehste. Hat Mystik sich schon wieder irgendwo eingebuddelt? Ja. Ehrlich? Oh, Mystik ist ein Kellerkind, aber was für eins? Mystik Maulwurf. Ich bin ein Höhlenkind. Ach so, ah, ja, okay, stimmt. Mystik, das Höhlenkind. Ja. Das passt doch. Oh. Entschuldigung. Das Fröschli wieder da. Glas. Kann ich überhaupt Glas? So. Scheinbar nicht. Im Ofen brennen. Also du packst Kohle rein und oben drüber das Sand und dann kommt Glas raus. Das Sand. Den Sand. Kohle. Haben wir denn noch Kohle? Was denn? Sticks behalte ich. So. Ah, da. Nochmal ein Bett hier. Okay. Oh nee, es wird schon wieder dunkel. Ja, okay, dann. Also das ganze Spiel besteht fast nur Schlaf. Kommst du hoch, Mystik? Ah, da ist er ja. Ja. Schau, du wirst eh schon verfolgt von Gegnern. Ich weiß. Ah. Da greift ein Puma ein Skelett an. Ein Puma? Irgendwas Schwarzes greift ein Skelett an. Eine Spinne. Ich habe keine Ahnung, wer von Weitem aus wird. Ich sag das gerade ganz. So, der Ofen kann dann jetzt mal tun. Sehr schön. So. Wow. Da ist der Sonnenaufgang. So schön. Moin, wo ist mein Kaffee? Gib es hier nicht. What? Kein Kaffee? Ja, leider. Ich weiß, das ist ganz schrecklich. Kaffee. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja. Ich konnte es da auch nicht so. Das nicht mehr. Wir müssen in Real Life Kaffee trinken. Es hilft nichts. Ich gebe jetzt keinen. Oh. Die Spitzhacke. Ich glaube, ich stell da. Ach, es sind eh oben drei. Also wir setzen da einfach nur Glas ein. Ja, genau. Also wenn du es noch färben willst,
dann musst du diese im Crafting Table tun. Und dann musst du erstmal Blumen pflücken. Die Blumen Group. Ja, und du kannst das Glas auch zu Scheiben machen. Also die sind dann nicht viereckig klotzig, sondern nur halb klotzig. You understand? So geht's ja auch. Okay. Irgendwie. Ja, andauernd irgendwelche Skelette zerbröseln. Ja. Oh shit. Oh shit. Da sind zwei Creeper vorm Haus. Oh, that's not so good. Wenn uns die hier ständig alles zerbomben, dann weiß ich eh nicht, ob ich nicht das mitten fast tot. Mit einem Creeper-Schaden ausmach, weil das nervt. Die Creeper sind einfach die nervigsten Kreaturen. Ja, ich glaube, wir haben aber noch Dirt. Ja. Da wird einfach ein Pool hingemacht. Wir können nicht in jedes Creeper-Loch ein Pool machen. Warum nicht? Weil irgendwann alles... Ich wollte doch fragen, warum nicht? Weil alles irgendwann nur noch Pool sein wird, weil die alles zerbomben. Dann machen wir einen großen raus. Die ganze Welt, dann ist es ein Meer, kein Pool mehr. Meer. Ja. Oh. Ich brauche einen Deadpool. Ah ja, herrlich. Das war's aber auch schon wieder mit dieser Folge. Ui. Besser. Aber das ist ja wie ein Creativerse. Das sind Bauspiele. Wir können dann, aber ich will halt jetzt erstmal den Keller bauen. Aber wir werden dann schon in Höhlen gehen und werden uns Eisen craften und. Aber habt Geduld. Wir sind doch hier nicht, ne? Geduld, mein Gott. Geduld. Ja. Ich verhindere natürlich jedes Mal im Bestellungsmenü die Farbe ändern. Was? Ja. Ich sehe dann da, wenn ich Holzbretter gehe, dann geht das immer weiter und weiter und weiter. Und wenn ich nicht die richtigen habe, dann habe ich auf einmal wieder null. Das werden wir gleich nach der Aufnahme klären. Ich weiß nämlich nicht, was Mystik meint. Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen. Ansonsten schaut bei Slomo vorbei, ne? Ich verlinke euch den Kanal wie immer und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. I love you.